Aber wie gesagt, normal kann ich schon mehr vertragen wie drei Gläser Champagne. Ja, wir sind heute im Sportcenter Hensel. Danke Peter für die Einladung. Gerne. Wir reden ein bisschen über Bodybuilding, deine Wettkampfhistorie. Und was mich mal am Anfang interessiert, wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Wie hat das alles angefangen? Ja, ich war als Kind schon sehr sportlich, also alles Mögliche gemacht, Leichtathletik, Turnturmschießen, ja, und Boxen, Judo, Ringen, ein bisschen Fußball gespielt, und man hat ja immer irgendwo Krafttraining dazu machen müssen, und da habe ich mal ein Bild von Arnold gesehen, aus so einer, damals in den 70er Jahren, aus so einer Zeitung abfotografiert. Und da sind wir, boah, geil, so möchte ich aussehen. Ja, und so habe ich mich dann, da war ich 16, 17, so in Berlin ein bisschen umgeschaut, wo könnte man so Krafttraining machen. Da war ich erst in so einem Verein, die haben mich ja nicht genommen, die haben mich eigentlich wieder verjagt, und habe dann einen anderen Verein gefunden, wo ich dann anfangen konnte. Und ja, und so hat man zwischen zu Hause trainiert und in so einem Verein in Berlin trainiert. So waren die Anfänge. Und hatte da auch relativ schnell Erfolg. Also ich kann mich erinnern, ich habe da mit zwei Freunden zusammen trainiert, also noch zu Hause. Da habe ich 90 Kilo zweimal gedrückt, wo ich das erste Mal Bankdrücken gemacht habe. Und wie alt warst du da? 16 oder 17, so ungefähr. Ja. Weil die haben gedacht, dass ich das nicht schaffe, dass ich da mich erschlage mit der Hantel. Aber habe ich geschafft zweimal. Ja. Da kann ich mich noch gut erinnern. Und dann hatte ich mal ein Probetraining bei den Eurocars in Berlin. Da musste ich, da war ich 17, da musste ich Bankdrücken machen. Und da habe ich 120 Kilo gedrückt an einer richtigen Wettkampfhantel, ja, im Bankdrücken. Das war da bei dem Probetraining mit dabei. Und da, deswegen habe ich so eine, weiß ich, wie alt ich da war und was ich zu der Zeit geschafft hatte. Und schon relativ nach 3 Jahren Krafttraining oder so, da war ich 20 oder so, habe ich schon 210 in die Bank gedrückt. Also, waren irgendwie alle stark im Bankdrücken. Also ja. Habe ich heute nicht mehr so gefunden, ja. Ich würde mich schon wundern, wenn jemand 20-Jähriger bei mir auftaucht und 200 Kilo in der Bank drückt. Da würde ich schon beachtlich finden. Ja. Also die gibt es nicht so viel. Aber damals zu der Zeit, da war so Mitte, Ende der 70er Jahre, da haben wir ja noch nicht so viel so Bodybuilding gemacht. Da waren so ein paar Kraftsportclubs. Und die alle Kraftsport gemacht haben, das war eine erlesene Truppe, und die waren eben alle stark. Ja. Und heute macht es ja fast jeder, und selbst auch starke, noch stärker wie wir damals waren, aber die gehen in der Masse von den vielen anderen Fitnesssportlern unter. Denn ja. So. Das Bodybuilding war ja in der DDR ein bisschen verpönt da, oder? Gar nicht mal. Also die haben es nur anders genannt. Die wollten da nicht so einen amerikanischen Touch drin haben, deswegen haben sie es Kraftsportkulturistik genannt. Aber in der die DDR, die war, also alles was mit, da war das so, da war der Gewichtheberverband, und dem Gewichtheberverband war alles untergeordnet. Gewichtheben, Ringen, Judo. Also stärkster Mann der Lehrling, stärkster Mann der Armee, und Kraftsportkulturistik war alles dem Gewichtheberverband unterordnet. Das haben sie als Selektion genommen, um Nachschubtalente und so für die Gewichtheben, weil das olympische Disziplin war. Da haben sie internationale Verträge gehabt, da konnte man zur Olympiade auch fahren, und waren die anderen Sachen, Kraftsachen, waren eine Selektion für die Gewichtheben. Und die waren, ich kann mich daran erinnern, dass wenn wir so Wettkämpfe, so eine Bodybuilding-Wettkämpfe oder Kulturistik-Wettkämpfe hatten, da hatten wir Tausende von Zuschauern, und bei den Gewichtheber-DDR-Meisterschaften waren 30 Zuschauer, also die Angehörigen von den Athleten oder so. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war schon, die fanden das schon toll, aber es sollte natürlich alles so in der DDR bleiben, und die wollten möglichst nicht international
da agieren. Das wollten sie uns immer verbieten, wir haben es aber trotzdem getan. Wir sind trotzdem in den Ostblock gefahren, Tschechien, Polen, Ungarn und so, und haben da Wettkämpfe mitgemacht, waren auch immer erfolgreich, also ich zumindest. Und dann hat man das halt immer so, ist die Regierung immer sehr, Sportverband immer so nachgerückt, okay, haben wir jetzt nicht so gern gesehen, aber ja, okay, dann geht's mal. Und über die Stasi-Unterlagen, wo ich dann schon im Westen war, wo ich dann so erfolgreich war, kann mich erinnern, dass das in den Stasi-Unterlagen stand, und durch meine Erfolge haben sie 20.000 Ausreiseanträge mehr gehabt, weil die alle dachten, ja, die da meine Hand angefasst haben, dem Hänsel machen wir das nach jetzt, das können wir auch machen und ja. So. Und daraufhin haben sie dann sehr viel angeglichen. Die haben sie dann alles in den 80er Jahren da in der DDR angeglichen, also dass das dann internationaler wurde und dass das praktisch mit dem gleich war. Und ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass die auch meinten, wenn so eine Europameisterschaft im Ostblock gewesen wäre, hätte man daran aus der DDR teilnehmen können. Meine ich, mich daran erinnern zu können, dass durch meine Erfolge denn im Westen halt, damit die Leute, die nicht schamweise wegrennen, da ein bisschen international angeglichen haben. So ist zu lesen in den Stasi-Unterlagen, also im Nachhinein. Wann war der erste Wettkampf überhaupt und wie bist du auf die Idee gekommen, dass du an einem Wettkampf teilnimmst? Mann, erster Wettkampf, ja. Also ich habe ja, also wir hatten, ja, da, wir haben im, wo ich anfing, da war ich 17, da in Berlin, da gab es Berliner Prater. Da hat Wilne Bastard, das war damals mein erster Trainer da gewesen, ja. Der hat so Bodybuilding- oder Kulturistik-Wettbewerbe immer inszeniert und so. Da kamen auch aus West-Berlin so Athleten, die haben dann Gastauftritt gemacht und so. Und da war mein erster Wettkampf, da war ich ganz stolz, dass ich da mitmachen durfte. Ich glaube, ich bin Letzter geworden oder so. Aber dass ich da überhaupt mich hinstellen durfte, fand ich ganz toll. Habe ich noch keine Muskeln gehabt. Und aus später Sicht, ja. Damals dachte ich ja, ich hätte Muskeln, aber Jahre später habe ich mich gefragt, was habe ich da zu suchen gehabt. Ja. Und das ist irgendwann in der Mitte der 70er Jahre gewesen, also war ganz jung noch und so. Und dann habe ich jetzt mal Bilder gefunden hier für Instagram, so Schwarz-Weiß-Fotos aus der DDR, wo ich irgendwo da 77, 78 oder 79 da irgendwelche Wettkämpfe gemacht habe, kann ich nicht genauso sagen. Da war ich so ja, um die 20 rum, Anfang 21 oder so. Da sah schon ganz gut aus, so für die Anfänger und so. Ja. Und ich bin ja lange, die Qualität war schon da, auch für internationale, große internationale Wettkämpfe. Aber ich durfte ja nicht raus, die haben mich ja nicht rausgelassen. Ja. Außen war ja dann letztendlich auch der Grund meiner Ausreise, dass die meine Karriere blockiert haben, und war der Grund meines Ausreiseantrags, dass ich da mein Ziel, Weltmeister zu werden, verwirklichen konnte und so. Und so ging ja die Geschichte mit meiner Ausreise. Die haben ja versucht, da die Stasi da versucht, mich zu halten. Ja. Du bist doch unser bester Mann, bleib doch hier und so. Da so im Westen alle Arbeitslose und alles so schlecht und so. Ich habe da schon, war schon hoffnungsvoll, dass ich da mein Ziel erreichen werde. Und ich habe zu unserem Gewichtheberpräsidenten damals auch gesagt, bei dem war ich gewesen, dass die mich fahren lassen sollten. Der sagt, ja, ich werde da nicht hinfahren können. Wir haben mit dem Sport, mit der Sportart keine Verträge, deswegen kann ich da nicht hinfahren. Ich soll doch, muss mir reichen, dass ich weiß oder dass ich denke, dass ich Weltmeister werden könnte. Ich sage, ja, du, der wichtige Präsident, dir muss doch klar sein, dass man nicht denkt, dass man das werden könnte. Man will es werden halt, wenn man das Zeug dazu hat und so. Ja, und habe ihm auch gesagt, auf den Kopf drauf zugesagt, ja, wenn ihr mich fahren lasst, Europameister werde ich sofort und bei der Weltmeisterschaft komme ich mindestens unter die ersten drei und so. Nein. Und wenn ich Gastauftritte habe, ich hatte nämlich einen Gastauftritt in Hessen, bei der Hessenmeisterschaft, weil der Glock hatte mir da eine Einladung geschickt. Daraufhin wollte ich ja rüberfahren, da verdiene ich auch noch Geld. Na, Geld ist nicht so wichtig und so. So war die Redensweise immer und so. Ja,
gesagt, wenn ihr mich nicht fahren lasst, dann muss ich halt Ausredeantrag stellen. So, war, so ja. kam es dann, hat dann 10 Monate gedauert, die ganze Geschichte, bis ich dann ausreisen durfte. Und für mich war natürlich gut, dass ich war gerade mal ein Jahr im Westen und habe angefangen, alles zu gewinnen. Ja? Europameister, Deutscher Meister, Weltmeister, Paarweltmeister. Ja, und so, dass ich zurückschauen konnte nach dem Osten und sagen konnte, hier, ich habe es euch gesagt. Und von da an durfte ich auch nie wieder einreisen dann. Ich kann mich erinnern, die Stasi hatte mich mal abgeholt und da haben sie geguckt, ob sie mich umbügeln können und haben mir gesagt, ja, also wenn es da drüben nicht so läuft, da kannst du ja jederzeit wieder zurückkommen. Ja, da wusste ich nachher nicht, dass ich ausreisen konnte, aber schon diese Gesprächsart, so diese Eventualität, wenn ich rüberfahren könnte oder weg wäre, ich könnte zurückkommen, wenn es nicht so läuft und so. Und so. Und in den Stasi-Akten stand ja auch drin, dass sie gesagt haben, oh, der Hänsel, der macht zu viel Ballett hier, ja, zu viel, den bügeln wir nicht um, den lassen wir fahren, der wird drüben in die Bedeutungslosigkeit versinken und dann sind wir die Sorge los. Dass genau das Gegenteil eingetreten ist, dass ich alles gewonnen habe, was man da gewinnen konnte. Und aufgrund dessen halt haben die 20.000 Ausreiser gekriegt, die alle ohne am besten ausreisen wollen, weil sie dachten, die können mir das nachmachen und so. Habe ich daraufhin natürlich meine damalige Frau, die wollte immer mal einen Besuch, wenn wir von München nach West-Berlin gefahren sind, da konnte man als Westdeutscher konnte man so mit so einem Tagesticket nach dem Osten rüberfahren. Das haben wir 5-mal versucht, haben uns immer wieder zurückgeschickt. Ich war da keine gern gesehene Person. Also aufgrund meiner Erfolge kann der Stasi, den können wir hier nicht gebrauchen. Ja? Dann wären die noch verrückter hier oder sowas. Ja? Also die hätten nur gefallene Helden, hätten sie nur zurückgeholt, sodass sie sagen können, schau mal, ja, der Westen ist nicht so gut, da wird man nichts und so, und die bleibt mal alle hier im Osten und so. So war ihre Taktik und so. Und, ja, da gibt es ein gutes Buch, hat der Dr. Müller, Andreas Müller geschrieben, Kulturistik in der DDR von 1960 bis 1990. Da stehen solche Sachen zum Beispiel genau, alles drin. Ja. Und wo er dieses Buch geschrieben hat, da haben wir permanent telefoniert, weil er natürlich die Quellen noch immer benennen muss in dem Buch und so. Und der hat mir viele, viele Dinge erzählt im Osten. Er kann sich noch da und da dran erinnern. Nee, aber jetzt, wo du sagst, fällt mir das wieder ein, so bestimmte Sachen, wo sie uns halt dann so ein bisschen einengen wollten und so. Das war mal ganz interessant, das hat irgendwie Spaß gemacht. So auch heute jetzt mit meiner Freundin, wenn wir so die alten Hefte so durchkramen, so ein bisschen aufräumen und was wir da so finden halt, da kommen so viele Erinnerungen hoch, wie es so gewesen ist. So bestimmte Sachen, die vergisst man nicht, also so die großen Wettkämpfe, so wie bei der Europa-Weltmeisterschaft oder Deutschen war oder so, oder wie bei Olympia war, beim ersten Olympiawahl da, das weiß man nicht. Aber ich habe so Pokale und Bilder von der Siegerehrung, wo ich gewonnen habe, Pokal dazu. Man kann mich null an den Wettkampf erinnern. Ja. Null, überhaupt nicht. Es war vielleicht zu viel. Ich habe so viele Wettkämpfe gemacht, schon im Osten, dass ich mich beim besten Willen nicht an jedem so erinnern kann oder so. Ja. Es ist schon, ja, schon gewaltig. Und dann irgendwann war, jetzt ist es schon so lange her, ja. Ja, das muss man ja nicht sagen. Was waren so deine größten Wettkämpfe oder größten Wettkampferfolge? Also die allergrößte Freude war, kann ich mich erinnern, so wo ich Europameister wurde in Madrid. Und da war da ist bei mir so wie ein Knoten geplatzt, so eine innere Zufriedenheit, so dass ich mein Wunsch, mein Traum, dass ich den vollziehen konnte. Man muss natürlich dazu sagen, da ging harte Training und brutale Diät und so einher. Und manchmal, wenn man so kämpft mit sich, oh, jetzt muss ich was fressen oder so. Nein, weshalb bin ich hier, weshalb will ich das machen? Nein, da halte ich jetzt durch und so weiter. Und wie ich denn Europameister wurde, stark besetzt und so, und das war für mich so. Ja, da kann ich mich an, wenn das Finale ausgerufen wurde, da war mein Freund Alfred Neuerbauer auch mit dabei, der auch dachte, er wird Europameister, der ist aber nur Sechster oder Fünfter geworden oder so, leider, aber da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern, da war eine Riesenfreude da, dass ich so einen Platz hatte. Und ich kann mich erinnern, wir sind dann mit dem Bus vom Wettkampf in so ein Lokal gefahren, wo so
so ein Bankett gab im Nachhinein und so. Und da saß ich im Bus vorne links und der Erich Janne und der Joe Weider, die saßen rechts von mir. Und so, die haben Peter gesagt, die haben mich beobachtet, haben gesagt, die haben noch nie so einen zufriedenen Menschen gesehen, der so innerlich glücklich und zufrieden war, weil das mein erster großer Titel war, den ich da gewonnen habe, ja. Und dann auch so bewiesen habe, dass ich drauf habe, ja. Nicht nur erzähle, dass ich jetzt werden werde, sondern auch bewiesen habe, dass ich es kann. Weil diese ganzen Osttitel, die ich da hatte, weil ich da alles gewonnen habe, das war so, naja, ist schön, aber das war nicht so befriedigend, ja. Weil man ja nur für einen bestimmten Bereich da Wettkämpfe gemacht hat. Ja, und dann kann ich mich noch erinnern, dass der Albert Bussig, da haben wir eine Woche später ja noch die deutsche Meisterschaft. Ja, du machst doch da noch mit, deutsche Meisterschaft. Die deutsche Meisterschaft ist mehr wert wie der Europameistertitel. Ja, aber ich weiß schon, ich mache die Deutsche schon mit. Und so, der hat Angst gehabt, dass ich, weil ich jetzt Europameister bin, dass ich die Deutsche nicht mal mitmache, weil ich schon neunmal DDR-Meister bin oder so. Nee, die mache ich schon mit, weil für mich ja wichtig war, dass ich ja der Einzige bin, der Gesamtdeutscher Meister war. Ja, ich habe, glaube ich, neunmal DDR-Meister und natürlich Gesamtsieger in Westdeutschland und so. Und das auch nach mir kam ja dann irgendwann die Wende später und so, dass keiner mehr, auch im Nachhinein, ging ja dann auch nicht mehr, weil ja Deutschland eins war, aber zu der Zeit, diesen, ist ja kein Titel, aber diese Titel, den Titelverbund, also DDR-Meister und deutscher Meister, Gesamtsieger, hat keiner. Habe nur ich. Alleinstellungsmerkmal. Und dann war für mich schon mal so eine Runde durch. Ich hatte zu der Zeit auch sehr viele Seminare und Gastauftritte. Hat Jim 80, hat mir noch sehr, sehr viel geholfen. Also der Peter Förster und der Walter Herrn damals, die Jim 80 gegründet haben, mit denen. Auch Möller war immer dabei, wir waren ja praktisch permanent zusammen, wir haben zusammen Seminare, Gastauftritte gemacht, Wettkämpfe gemacht und so. Für mich war natürlich so die Hackordnung in Deutschland, ich musste vor Möller sein, ich musste zumindest der beste Schwäbischler sein, damit hier mal klar ist, hier, die Hackordnung, ja, und so. Und der Möller ist halt wirklich ein guter Freund und so, der hat das auch akzeptiert, der hat auch seinen Spaß dabei gehabt und so. Ja. Wir haben jetzt, Carola hat jetzt ein Bild gefunden bei unserer Recherche, werden wir noch posten, wo wir von der Weltmeisterschaft zurückkamen. Und dann hat Möller ein T-Shirt getragen, wo drauf steht, Hänsel ist top. Ja, hat er auch gemacht so, weil ich habe ja auch ein T-Shirt, da stand drauf, Möller ist top. Wenn das andersrum gewesen wäre, wenn Möller vor mir gewesen wäre, ja, hätte ich ein T-Shirt tragen müssen, wo drauf steht, Möller ist top. Und so, da war der, also da war der lange für alles zu haben. Da waren wir also richtig gut befreundet. Ist heute auch noch so, ja. Weil man sich mal trifft, man freut sich, man redet von alten Zeiten. Also da muss man sagen halt, da war der immer, auch auf den Fibus, wenn wir unterwegs waren, da war der lange, war der immer, der hat Spaß gemacht. Alles, was wir gemacht haben, hat immer Spaß gemacht. Da waren andere, wir kannten andere, die waren nicht so spaßig. Die haben das so nicht so als Spaß gesehen. Wie wir uns gar nicht erinnern, mal bei einer deutschen Meisterschaft als Gaststars, wo wir von der WM kamen und sie Hemd vom Leib gerissen haben. Ja, da haben die anderen gesagt, oh, mein Hemd, Mensch, das Hemd. Und so, wir haben das aber vorher präpariert, weil wir gemerkt haben, wir hatten das ausprobiert und wollten uns das Hemd runterreißen, so ein Jeanshemd, das ist so derber Stoff, das hast du ja nicht geschafft. Da musste meine damalige Frau, die musste das aufschneiden und nur so leicht anheften, damit wir das zerreißen konnten, sonst wäre das ja ein Xi'an. Ja. Und sie hat überhaupt keiner gemerkt im Hintergrund, dass wir das präpariert hatten und haben uns dann, weil war ja damals immer so, wenn irgendjemand von uns aufgetreten ist, sollten wir ausziehen, Hemd ausziehen, ja. Und dann wurde ja die WM-Mannschaft da vorgestellt bei der Deutschen. Ich glaube, es war 86 war das denn? Oder nee, 85? Also ich weiß nicht. Also wir kamen von der Weltmeisterschaft zurück, da war ein Wettkampf. Und da wurden die Weltmeister geehrt alle und so. Und dann wurde Möller aufgerufen und so, hoffend. Und der Grolmus war schon auf der Bühne, dann wurde Möller aufgerufen. Na, also, rufen ausziehen und Möller zieht sich nicht aus und so. Wir haben es aber so besprochen, zieh dich nicht aus. Ich komme dann und reiß dir Temp runter, das ist Gag, das ist geil und so und so. Naja, und dann hat sich der Bussig schon gewundert, warum zieht der sich nicht aus, jetzt zieht sich ja sonst immer aus. Naja, okay, dann nicht. Dann hat er mich rausgerufen, dann kam ich raus, alle brüllen, Hemd ausziehen. Und dann habe ich gesagt, der will nicht ausziehen, bin ich ran und habe ihm das Hemd runtergerissen. Und der Lange hat bei mir das Hemd runtergerissen. Oh, da haben die getobt, da haben die gejodelt. Da haben sie mehr gejodelt wie den Gastauftritt von Lee Haney. Nee, Quatsch, wer war da?
Serge Oliver, Bertel Fox und noch irgendjemand war da, glaube ich, die waren Gaststars. Da haben sie nicht so gebrüllt wie bei unserer Aktion und ja. So. Und Grolmus und Hoffmann dachten, wir reißen ihm ihre neuen Hemden runter vom Leib. Aber auf Wettkämpfen hat es ja auch mal so Team-Posings gegeben. Ja, ja, haben wir auch gemacht. Wir haben ja auch da bei der Weltmeisterschaft, wir waren ja auch da Mannschaftsweltmeister. Wir haben, glaube ich, das einzige Mal, wo wir die Amis mal geschlagen hatten, da. Weil wir waren ja, haben ja drei Weltmeister gestellt und im fünften. Und die Amis haben nur einen Weltmeister gehabt und dritte, zweite und zwei zweite in Weltmeister und in dritten haben sie gehabt. Da waren wir ja besser, die Deutschen. Da gab es ja auch so einen Teamwettbewerb, den haben wir auch noch. Das haben wir auch noch. Wir waren ja wie die Orgelpfeifen. So, gibt es ja so Bilder, da waren wir wie die Orgelpfeifen. Der Riese Möller da, dann kam ich ja, den Hoffend und der Grolmus. Der Hoffend, also Grolmus und Hoffend. Und so in der Reihenfolge habe ich noch Bilder zu Hause, kann ich mich erinnern. Ja, das hat ja Spaß gemacht, ja, da war mal was los und so. Und ja, und da war dann natürlich, um bei dem Jahr zu bleiben, da im Sommer ein bisschen alles ruhiger angehen lassen. Ein bisschen so, ja, weil viele Seminare habe und so immer unterwegs gewesen und so, aber so ein bisschen Körper in Ruhe lassen. Und dann hatte ich irgendwann so eine Deadline im Sommer, wo ich wusste, da muss ich wieder anfangen. Training verschärfen, Diät anfangen und so. Und damit ich halt für die Männer-WM, also Qualifikation erstmal, wir mussten Quali ja machen, Quali für die WM, denn die WM und dann kam ja noch 14 Tage später die Paar-WM auch noch dazu, ja. Und so, und da muss er ja in Form sein, muss ja dann richtig in Form sein und so. Und hatte auch in der Vorbereitung sehr, sehr viele Gastauftritte gehabt. Weil wir haben uns mal die Renate Holland, und wir waren immer unterwegs, so Auftritten haben wir gehabt. Wir haben ja schon so ein paar Auftritte, wir haben ja schon trainiert beim Training, haben wir für die Paarmeisterschaften haben wir schon so Posenkürs ausgearbeitet. Wir haben drei verschiedene Kürs ausgearbeitet mit Musik und so. Und wir hatten auch gute Helfer, die uns bei der Musik geholfen haben. Wir haben auch mal so eine Choreografin für Ballett uns eingeladen, die sollte sich mal angucken, was wir da machen. Die fand es aber ganz toll, konnte uns auch nicht helfen, also nicht noch verbessern. Das war wohl ganz gut und so, mit den Hebefiguren, die wir gemacht haben. Da haben wir uns alles so beim Training einfallen lassen. Und mit zunehmender Diät ist Renate auch immer leichter geworden, sind mir natürlich auch die Hebefiguren immer leichter gefallen. Ja? Und je mehr man geübt hat, wir haben uns mal was einfallen lassen, war dann irgendwie alles ein bisschen holprig, aber je mehr wir daran geübt haben, umso leichter ging es nachher. Das hat man dann natürlich gesehen und daraufhin sind wir dann ja auch ein paar Weltmeister geworden, weil wir das wirklich da eigentlich ganz gut gemacht haben. Und so. Und die Hebefiguren, die ich gemacht habe, ich kann mich erinnern, da war eine, da habe ich Renate so an den Arm so gehalten, an den Arm so, und dann habe ich sie so mal abgesetzt, so mit ausgestreckten Armen. So, die hoch, die Hirn. Ja, das sind so Sachen, wo ich mich dran erinnern kann. Wir haben dann auch unsere Rockerschuhe, wir sind immer, wenn wir unterwegs waren, im Auto, zum Seminar oder Gastauftritt gefahren, haben wir überlegt, ja, wir müssen irgendwas Besonderes machen, wenn wir Gaststar sind und so. Und da kann mich erinnern, da war mal der John Brown, der war auch so ein guter Poser und so. Und der hat mal, den haben sie mal angesagt, jetzt kommt der super Poser John Brown. Dann haben sie einen Ferkel über die Bühne gejagt. Und so. Oder er hat sich schlafend in dem Bett raufschieben lassen, auf die Bühne und so. Ich sage, das wollen wir so irgendwie machen. Irgendwas Besonderes, ja. Also ja, anfangen zu toben. Da sind wir so auf die Idee gekommen, so eine Rockershow zu machen. Mit einer Harley auf der Bühne und so. So Rockerklamotten und so. Und ich kann mich erinnern, also ich meine, war in Ulm, irgendwo bei einem Gastauftritt haben wir diesen Gastauftritt gemacht. Ja, wir haben da immer drei Gastauftritte gemacht. Jeweils ein Einzel, Renate Einzel, ich Einzel. Dann haben wir haben das Love Story genannt mit Nebel und mit Seifenblasen und so. So haben wir alles einstudiert, weil wir das ja für die WM brauchten. Und zum Schluss so eine, mit der Harley, so eine Rockerkür. Wir haben dann mal angerufen, wir brauchen ein Motorrad, könnt ihr das besorgen? Ja, können wir besorgen. Und dann haben wir diese Show gemacht. Da kann ich mich erinnern, wo wir diese Rockerkür das allererste Mal gemacht haben. Wir durften nicht auf die Bühne fahren mit dem Motorrad, wir mussten nicht hinstellen, weil hat die Feuerwehr nicht zugelassen. Außerdem war die Bühne ganz schmierig von unserer Show vorher mit den Seifenblasen und die Nebel war halt ganz rutschig gewesen. Und
Dann haben wir halt drauf gesessen und dann haben wir so eine Musik gehabt, wir haben so einen Lichtzacker gehabt und mit Seifenblase und so und Nebel und so. Und das hat gigantisch ausgesehen. Ja, wir sitzen wie zwei so Rockerpaar auf die Harley. Unten ging der Nebel so lang, von oben kam Seifenblase runter und dann kam so ein Licht so mit so einem, wie so ein Schwarzlicht, so pap, 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 und so eine Musik dazu. Und dann hing der Vorhang auf. Und boah, das war der Hammer. Wir haben ja gedacht, oh, entweder schmeißen wir jetzt mit Blumentöpfe oder es kam irre gut an, hätten wir nicht für möglich gehalten. Ist irre gut angekommen und so. Und dann haben wir Anfragen gekriegt, wir konnten die alle ja nicht bewältigen. Wir konnten nur einen Teil machen, gibt nur ein Wochenende denn, wo wir können nur bei einem Wettkampf sein und können nicht in 10 anderen Bundesländern am selben auch die Show machen und so. Da sind wir viel mit rumgereist, das war ganz gut, das war eine ganz tolle Sache und so. Und wir haben dann auch nach der Weltmeisterschaft da, mussten wir diese Kür mit dem Motorrad auch noch machen. Da sind wir noch mit so zwei Polizeihardys so begleitet worden. So. Das war schon geil, das war schön. Das hat auch irren Spaß gemacht. Also irgendwie haben mir diese paar Sachen, die haben mir fast mehr Spaß gemacht wie so Einzelauftritt. So. Da konnte man so ein bisschen ablenken, so, weißt du, so bei so einem Einzelauftritt, da hast du immer ein bisschen so an deine Form, hast du an deine Form gedacht, ah, wenn du vielleicht doch nicht so Wettkampfform hattest, man ist ja nicht das ganze Jahr über top in Form, ja, weil ein bisschen schlechter war, hat man schon an sich gezweifelt, oh, das ist jetzt noch gut genug oder so, aber hinterher, wenn ich die Videos gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das war schon noch gut genug, ja, das war schon okay, aber so bei den paar Sachen, da konnte man so immer so ein bisschen ablenken. Ja. Das war alles so ein bisschen, hat mehr Spaß gemacht. Also mir hat es mehr Spaß gemacht. Da war man ganz gut. So gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass man irgendwo so ein paar Auftritte oder so, dass man da irgendwo sowas sieht. Also habe ich lange nicht gesehen. So. Man kennt ja nur aus den neuen Videos. Ja. Und es ist immer schön, wenn irgendeiner mir jetzt so ein Video schickt, so von einer WM oder Paar-WM oder irgend sowas, wo ich dann sehe, boah, ja, habe ich noch Erinnerung dran. Ich schaue dann immer so hin und denke mir, boah, leg mir mal, habe ich da einen dicken Arm gehabt. So, das sind so Sachen, die mir dann so auffallen, ja. Boah, ja, brutal, ist mir ja nicht so bewusst gewesen, so, ja. Und wenn du so 30 Jahre später dann so ein Video siehst, was für ein Tier man eigentlich mal war, das ist schon, ja, gut, macht schon Spaß. Denn, ja. Do it! Do it! Come on, come on!